Tu, was du willst, sei das Ganze des Gesetzes. Grüß dich zum nächsten Teil der Lebensart-Reihe. Heute ein Thema, was ich gar nicht so leicht in ein Schlagwort fassen kann. Mal schauen, wie ich dann dieses Video mit der Überschrift benenne. Es geht darum, wie man Menschen gegenübertritt. Ein besonderer Fokus vielleicht auf der Art, wie man spricht, also auf der Sprachwahl, der Wortwahl. Allerdings nicht darauf beschränkt, sondern es fängt ja schon damit an, mit welchen Gedanken, welchen Gefühlen man Menschen gegenübertritt. Und zwar sowohl Menschen, mit denen man engeren Kontakt hat, Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen und so weiter, mit denen man also regelmäßig konfrontiert ist, als auch aber auch einfach den Passanten, gerade wenn man in der Stadt oder sowas lebt, wird man ja viel einfach mit Menschen zu tun haben, also sei es jetzt im Supermarkt, an der Kasse, wirklich mit den Kassierern, aber sei es auch einfach nur auf der Straße oder in der U-Bahn oder an der Bushaltestelle mit Menschen, mit denen man gar keine Worte wechselt, aber die eben zumindest mal für ein paar Minuten oder auch nur für 10 Sekunden in deine Alltagsrealität treten. Natürlich ist es jetzt leicht zu sagen, die interessieren mich nicht und ich habe mit denen noch gar nichts zu tun, die sollen ihr Ding machen, ich mache mein Ding. Klar, kann man tun und gerade wenn man noch so auf der Findungs- oder in der Findungsphase seiner selbst ist und erstmal selber so seine Kräfte sammeln will und kultivieren will, dann ist es sogar durchaus zu empfehlen, nicht allzu viel sich zu belasten mit den, ja, mit dem Baggage, mit dem Gepäck, dem emotionalen Gepäck anderer Menschen, also sogar auch der Menschen, die man schon besser kennt, aber erst recht natürlich mit den Menschen, mit denen man erstmal gar nichts zu tun hat. Also Selbstschutz sollte schon immer an erster Stelle stehen, aber wenn man sich denn gekräftigt genug fühlt, dann kann man schon so seine emotionalen Fühler oder wie man es nennen will, sagen wir einfach Fühler, das Wort fühlen steckt ja da schon drin, kann man seine Fühler auch schon etwas weiter ausstrecken und auch mal so reinspüren, wie es denn gerade der älteren Dame geht, die da neben mir an der Busstation wartet oder sowas oder was auch immer. Der Mensch, der mir mit grimmigem Blick entgegenkommt, obwohl es sicher nicht auf mich bezogen ist, dieser grimmige Blick, aber trotzdem kann ich mich vielleicht kurz reinfühlen. Und wenn es dann auch nur eine Art reflexhaftes ihn anlächeln oder sowas ist, vielleicht auch gar kein direkter ihm oder dir selbst bewusst werdender Handlungsimpuls daraus erwächst, aber einfach nur ihm kurz Raum zu geben, diesem Menschen in deiner Wirklichkeit, ihn anzuerkennen, als ein Mysterium, genau wie du selbst. Du wirst dieses Mysterium jetzt nicht entschlüsseln können in den 2 Sekunden, wo du ihn zu Gesicht bekommst, aber du erkennst es zumindest prinzipiell erstmal an, dass da ein Mensch, ein eigener Kosmos an dir vorüberzieht. So wie er dich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, was du alles repräsentierst, was du alles verkörperst, so kannst du ihn auch nicht einschätzen. Aber zumindest diese Grundtatsache, die kannst du dir bewusst machen, dass er genauso wie du ein Mensch ist, ein Geschöpf derselben Schöpfermacht, wenn man diese Sprachbilder benutzen will. Und in diesem Sinne kann ich nur empfehlen, mit der Zeit, mit den Monaten, mit den Jahren, in denen man sich auf diesem Weg befindet, wirklich anzustreben, jeden Menschen, insbesondere jeden Menschen, natürlich auch jedes Wesen überhaupt, aber man muss irgendwo klein anfangen. Also fangen wir bei unseren Mitmenschen erstmal an. Jeden wirklich anzunehmen als Teil meiner eigenen Wirklichkeit, als Teil von mir selbst in gewissem Sinne. Aber das mag jetzt schon relativ abstrakt sein, deswegen gehen wir doch mal ins etwas Konkretere. Zum Beispiel könnte man sich angewöhnen, wenn man einfach rumläuft und an Menschen vorbeikommt oder Menschengruppen, die irgendwo rumstehen, sich unterhalten, mit denen man an sich nichts zu tun hat, nichts verpflichtet einen quasi von der äußeren Welt her jetzt irgendwie sich näher mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Aber dennoch könnte man sich angewöhnen, zumindest in Gedanken, also ich würde sogar empfehlen, nur in Gedanken und das jetzt nicht in gesprochenen Worten zu tun, in Gedanken ihnen irgendwie etwas Gutes zu wünschen. Das mag jetzt erstmal irgendwie platt wirken oder geradezu abergläubisch wirken, wenn man damit jetzt irgendwie die Hoffnung verbindet, dass dann wirklich dieser innerlich formulierte Wunsch auch denen tatsächlich irgendeine positive Wirkung bereitet. Aber es hilft einfach für einen selbst oder es hilft einem selbst, den Menschen um einen herum wohlwollend entgegenzutreten. Also wenn man einfach bei jedem Menschen,
zumindest wo man eben daran denkt, dass man sich das vorgenommen hat, einfach mal im Herzen kurz alles Gute dir. Oder wie auch immer man es dann formuliert, oder wenn man irgendeiner religiösen Tradition entstammt, dann kann man ja vielleicht irgendwie einen traditionellen Gruß oder sowas dafür wählen. Und sicherlich, wenn man das regelmäßig macht und auch eben aufrichtig meint und es jetzt nicht irgendwie sich nur zwanghaft auferlegt, obwohl man überhaupt nicht sich so fühlt, dass man den Menschen etwas Gutes wünscht um sich herum, sondern wenn man es wirklich ernst meint, dann wird früher oder später sowieso ein leichtes Lächeln die Lippen umspielen, wenn man diese Menschen kurz anblickt und eben diesen Wunsch im Herzen aufsteigen lässt. Und früher oder später, so bin ich überzeugt, wird das auch eine Wirkung auf diese Menschen haben. Erstmal natürlich sehr unbewusst, unterbewusst. Aber man wundere sich nicht, wenn man doch dann irgendwann, und auch gar nicht erst nach vielen Jahren, sondern schon nach einigen Wochen oder Monaten zumindest, die ein oder andere direkte Reaktion erfährt. Nicht unbedingt, dass man gleich ausdrücklich angesprochen wird oder sowas, aber dass man direkt spürt, da ist was angekommen. Also oft zeigt sich dieses Angekommensein von dem Wunsch durchaus auf seltsame Art und Weise oder merkwürdige Art und Weise. Zum Beispiel, dass die Menschen dann so irgendwie einen komischen Tick kriegen. Also nicht Tick, sondern so einen Reflex. Zum Beispiel, dass sie sich irgendwo kratzen oder dass sie irgendwie sich räuspern oder eine Husten, kurz Husten, Hustenreiz kriegen oder sowas. Ich vermute, dass es dann einfach daher kommt, dass irgendetwas Subtiles sie erreicht hat, was sie aber halt in ihrem normalen Weltbild nicht kennen und deswegen das direkt unterbewusst schon uminterpretieren als irgendwie einen körperlichen Reiz, zum Beispiel einen Juckreiz an irgendeiner Körperstelle oder eben irgendwie was hier im Hals, was quer sitzt, wo sich mal räuspern oder irgendwie sowas. Also, das ist jetzt wirklich auch nur eine Andeutung, das möge bitte jeder selber herausfinden oder ein bisschen auf sowas achten. Aber ich verspreche, wer diesen Weg geht, der wird solche Erfahrungen machen. Ja. Das erstmal jetzt zu der, sagen wir mal, gedanklichen Annäherung an die Mitmenschen. Und da haben wir ja jetzt vor allem erstmal von den Menschen gesprochen, mit denen man eigentlich gar nichts groß zu tun hat im normalen Leben. Das sollte natürlich auch nicht nur bei einer rein mentalen Formulierung einer Idee bleiben. Damit kann es anfangen, das kann das Grundgerüst sein, was alles zusammenhält. Aber natürlich im Optimalfall geht damit auch ein wirkliches Gefühl einher, also ein Gefühl der Zuneigung, der Wertschätzung, des Wohlwollens einfach. Also es bleibt nicht bei der toten Formel, ich wünsche dir alles Gute, sondern ich spüre auch wirklich, ich würde mich freuen, wenn du dich freust. Und es tut mir vielleicht sogar ein bisschen weh, wenn ich merke, dass du gerade Stress hast, dass du gerade Abturns auf irgendwas hast, dass du gerade Sorgen hast. Ich kann dir jetzt in dem Moment nicht wirklich helfen. Wir kennen uns ja gar nicht. Ich laufe hier gerade nur an dir vorbei. In 5 Sekunden sehe ich dich nicht mal mehr. Aber trotzdem hoffe ich doch, dass mein Engel auch dir ein bisschen beisteht, wenn es gerade in seiner Macht steht. So ungefähr. Also wenn ich solche mythischen Bilder hier benutze, dann bitte ich natürlich darum, das nicht in irgendeinem abergläubischen Sinne zu verstehen, sondern im Zweifelsfall einfach versuchen, sich dann irgendwie das psychologisch oder so zurechtzulegen und zu erklären, denn damit sollte jeder in der heutigen Zeit was anfangen können. Und vielleicht erwachsen dann solche mythischen Bilder mit der Zeit auch doch zu etwas mehr, als dass es bloße Metaphern bleiben, in diesem psychologischen Sinne. Dann aber jetzt nochmal zum Thema Sprache. Also natürlich kann man da schon anfangen bei der Formulierung solcher Gedanken, wie man sie formuliert. Also zum Beispiel tendenziell eher affirmativ, also eher positive Formulierungen, nicht negativ. Wenn man jemandem Gesundheit wünscht, dann sollte man ihm auch ausdrücklich Gesundheit oder Heilung oder dergleichen wünschen und nicht etwa, dass er nicht krank ist oder dass er nicht krank bleibt oder so, weil daneben von den formulierten Worten einfach das Kranksein viel mehr im Vordergrund steht, als wenn man direkt ein ganz anderes Wort, was eben konstruktiv, positiv klingt, anwendet. Und solche Überlegungen kann man eben in seine gesamte Sprache hineintragen. Also die Art, wie man Menschen grüßt, habe ich auch schon in einem anderen Kontext angemerkt. Ob man so ein klassisches Hallo oder so überhaupt verwenden will, kann sich ja mal mit der Herkunft dieses Wortes beschäftigen und dann entscheiden, ob man das wirklich als
ja, als gerne genutzten Gruß beibehalten will oder ob es nicht vielleicht ein Gruß ist, der durchaus in manchen Situationen angemessen ist, wenn es gerade so eher um eine Art geschäftliche Beziehung oder so geht oder wenn man irgendwie sich mit irgendwelchen Ämtern am Rumplagen ist, dass da Hallo schon so die anerkannte höfliche Form ist, aber trotzdem eben so etwas durchklingen lässt wie, ja, ich sag Hallo zu dir und nicht Gott segne dich oder sei gegrüßt oder Gott zum Gruß oder dergleichen. Aber das muss jeder wiederum, diesen Satz werde ich in dieser Reihe sehr, sehr oft sagen, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber natürlich gibt es nicht nur Grußformeln, sondern alles Mögliche. Also ganz bedeutsam ist sicherlich auch das Thema Kraftausdrücke, Flüche, also Flüche im Sinne von Beleidigungen, Beschimpfungen oder sich über irgendwas ärgern, aufregen und das in irgendwelche nicht so schönen Worte fassen. Ja, manchmal haben diese Wörter ihre Berechtigung, weil sie eine Kraft freisetzen oder gewissermaßen ein Ventil öffnen, um Kraft oder Kräfte, die ansonsten in einem rumoren und einen vielleicht belassen, weil sie dann einen Ausgang haben. Aber man sollte trotzdem nicht zu inflationär mit sowas umgehen, denn dann verliert es auch seine befreiende Wirkung. Also vielleicht mal als Beispiel, eins aus meinem eigenen Weg, als ich begonnen habe damit eben zu vermeiden, alle möglichen Kraftausdrücke, Sachen, wenn es irgendwie darum geht, eine Badezimmerverrichtung vornehmen zu müssen, eben auch tatsächlich so zu umschreiben mit solchen eher euphemistischen Formulierungen, als jetzt direkt zu sagen, ich muss mal kacken gehen oder sowas. Aber manchmal ist vielleicht auch die flapsige, vulgäre Formulierung die angemessene. Das ist wiederum situationsbedingt. Also in meinem Fall war es zum Beispiel mal so, nachdem ich das ein paar Monate wirklich sehr mir vorgenommen habe und auch sehr durchgezogen habe, kam es schon bei so dem einen oder anderen Freund oder Bekannten mal vor, dass sie sich ein Grinsen nicht verkneifen konnten, weil ich halt doch sehr gekünstelt dann geredet habe. Einfach, dass es nicht mehr so authentisch einfach gewirkt hat, weil die kannten mich ja von den Jahren vorher, wie ich da so geredet habe und bei aller Wertschätzung, die sie sicher gehegt haben, dass ich mich bemühe, halt ein bisschen eine reinere Sprache zu verwenden, bin ich da halt doch übers Ziel manchmal hinausgeschossen. Diese Kritik habe ich dann auch versucht, mir zu Herzen zu nehmen, bin da wieder etwas lockerer rangegangen. Und insbesondere dann an einer Stelle, da ging es darum, dass ein Freund so in einem seiner Jobs im Bahnhofsviertel in so einem Club gearbeitet hat und da halt immer Probleme mit irgendwelchen Drogendealern hatte, die da halt in der Straße überall an jeder Ecke stehen und weil sie halt da nur rumstehen den ganzen Tag, haben sie keine richtigen, ja, sanitären Einrichtungen, die sie normalerweise benutzen, also die sie offiziell benutzen dürften. In irgendwelche Cafés dürfen sie natürlich nicht einfach reingehen und da die Toilette benutzen. Deswegen haben sie sich da halt immer irgendwelche Hinterhöfe gesucht und haben da halt alles, ja, eingesaut mit ihren Exkrementen. Und unter anderem halt auch den Hinterhof von diesem Club, wo mein besagter Freund damals gearbeitet hat. Und weil er das halt immer wieder mitbekommen hat, immer wieder am Abend dann mit dem Schlauch alles abspritzen musste und da so halbwegs wenigstens für Sauberkeit sorgen musste. Und das hat er mir halt öfter mal erzählt. Und da ging es halt so ein bisschen um die Thematik, dass er solche Menschen aus meiner Sicht zu lange zu sehr in Schutz genommen hat und so nach dem Motto, ja, die kommen hier in unser Land und die haben halt keine anderen Möglichkeiten und das ist halt dann quasi ja, Notwehr, dass sie da halt jetzt Drogen verkaufen und die haben halt auch keine andere Möglichkeit, als da irgendwo in Hinterhöfe zu pinkeln und so weiter. Gut, ich kann es jetzt nicht genau wortwörtlich wiedergeben, das ist ja auch nicht in einem Gespräch entstanden, diese ganze Situation, sondern über mehrere Jahre letzten Endes hat sich halt so eine Entwicklung gezeigt bei diesem besagten Freund. Und da waren wir uns also erstmal lange nicht einig, so in der Bewertung von gewissen Gruppen von Zuwanderern. Und dann irgendwann, als er eben diese Erfahrung gemacht hat mit den Dealern, die ihm da ja in den Hinterhof kacken, habe ich mal genau diese Formulierung tatsächlich ihm gegenüber wortwörtlich benutzt, um halt ihm mal selber darauf aufmerksam zu machen, dass alle Argumente und alles theoretische Nachsinnen über die Thematik, Fluchtbewegungen, Einwanderungsbewegungen und so weiter und die Effekte, die sowas dann auf eine Gesellschaft, die die Menschen aufnimmt, haben kann, dass all dieses Theoretisieren darüber halt nicht viel Fortschritt in seiner Sichtweise darauf gebracht hat, aber dann die ganz handfeste Tatsache, dass eben gewisse solcher Menschen ihm in den Hinterhof geschissen haben,
Das hat es eben schön auf den Punkt gebracht. Und da hat er dann auch einfach nur herzlich lachen müssen und mir recht geben können, dass manchmal einfach die Handlungen, die Taten viel mächtiger sind. Naja, aber diese ganze Geschichte, da wollte ich ja nur darauf hinaus, dass es in so einer Situation dann schon mir sinnvoll erschienen ist, das, was dort immer vorfällt in seinem Hinterhof, mit drastischen, auch durchaus vulgären Worten zu bezeichnen, um eben die Dramatik oder das Schwerwiegende dieser Situation einfach nochmal zu unterstreichen mit dieser Wortwahl. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt dazu übergegangen bin, die ganze Zeit, wenn ich über solche Körperverrichtungen spreche, solche Fäkalausdrücke zu benutzen, sondern eben nur in besonderen Fällen, wo es mir in dem Moment dann angemessen erscheint. Naja, aber das war jetzt auch einfach nur ein kleines Beispiel. Jeder wird da seine eigenen Baustellen finden, wenn man mal anfängt, auf seine eigene Sprache, Sprechweise zu achten. Ich hatte auch schon in anderen Kontext Beispiele dafür gebracht. Es geht ja nicht nur um Kraftausdrücke, es geht auch um so Formulierungen wie sich selbst immer schlecht machen oder sowas. Also viele Leute haben so quasi Füllwörter in ihrer Sprache, sowas wie keine Ahnung oder kein Plan. Also, dass man sich immer einredet, dass man keine Ahnung und keinen Plan von nichts hat. So, das ist einfach nicht gesund auf Dauer, weil es doch das Unterbewusstsein erreicht. Und da könnte man sich angewöhnen, solche Floskeln einfach wegzulassen. Oder es geht einfach nur um die Schönheit der Sprache, also eine Art abwechslungsreiche Sprache sich anzugewöhnen. Das ist natürlich dann schon so die höhere Kunst. Da geht es dann wirklich eher um die Stilistik einfach. Das muss natürlich nicht jeder überhaupt machen, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie wichtig das Sprechen im Lebensentwurf insgesamt ist. Aber für mich sind dann auch mal solche Sachen wichtig geworden, bestimmte andere Füllwörter, die jetzt nicht an sich irgendwie was Negatives suggerieren, sowas wie sozusagen zum Beispiel, mir etwas abzugewöhnen, das nicht mehr so inflationär zu gebrauchen. Und da gibt es dann verschiedene Mittel und Wege, wie man also wie man dieses sich abgewöhnen noch optimieren kann. Da habe ich mit dem Aaron in unserem Liebe All-Podcast auch schon mal was zugesagt. Gibt da so ein Buch von Aleister Crowley, das Liber 3, also Ziffer 3, Veljugorum, also das Buch des Joches oder so ähnlich heißt es, glaube ich, wörtlich übersetzt. Da geht es eben darum, sich bestimmte Joche aufzuerlegen, die einen quasi hindern oder ganz streng daran gemahnen, dass man eben bestimmte Wörter zum Beispiel oder bestimmte Gedanken nicht mehr pflegen will. Der Klassiker ist eben, dass sich ins Handgelenk oder halt also in den Unterarm ritzen, wenn man mal wieder ein verbotenes Wort oder einen verbotenen Gedanken gedacht oder gesagt hat. Die Light-Version ist dann zum Beispiel das Gummiband, was man am Handgelenk trägt und dann immer kurz zurückschnallen lässt, sich also kurz damit einen kleinen Peitschenhieb versetzt, um sich zu erinnern, nein, ich will doch diesen Gedanken nicht zu viel Raum in mir geben oder dieses Wort nicht mehr benutzen und so weiter. Also da sind auch wiederum der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber es gibt natürlich einige Angebote, wie zum Beispiel ein besagtes Crowley-Buch, an denen man sich orientieren kann. Ja, also das ist wirklich ein weites Feld und ich wollte es ja wirklich nur mal anreißen, jetzt hier für diesen kurzen Impuls. Podcast und damit soll es auch gewesen sein. Also man mache sich einfach Gedanken. Mach du dir bitte Gedanken, wie du den Menschen gegenübertreten willst, mit welcher Gedankenverfassung oder mit welchen Gedanken, mit welcher Gefühlslage, welche Gefühle du in dir auch kultivieren willst, welche du vielleicht eher zwar anerkennst, wenn sie mal vorkommen, aber dann denen du nicht zu viel Futter geben willst und solche Sachen. Und dann natürlich, welche Worte du benutzt, wenn du mit Menschen sprichst. Seien es die kleinen Begegnungen im Leben, im Alltag, beim Einkaufen, seien es aber auch eben einfach die tieferen Gespräche mit engeren Freunden oder Familienmitgliedern und so weiter. Man mache sich einfach bewusst, wie viel Einfluss Sprache hat auf alles, auf sich selber, aber eben auch auf die Menschen, die mitbekommen, wie du sprichst. Und ja, auch das ist ein Thema, das kann man nicht in ein paar Tagen abhaken, sondern da muss man halt einfach mal mit anfangen. Und nach Wochen und Monaten wird man auf jeden Fall die ersten Erfolge feststellen, wie auch die Art, wie man bewusst sich eben ausdrückt in Worten, dann sich wieder zurückschlägt auf das Denken auch tatsächlich, wie also auch die Gedanken dadurch ein bisschen geordnet werden, beruhigt werden, in klareren Bahnen verlaufen und so weiter. Ich
Und letzten Endes natürlich, es gibt ja so diesen bekannten Spruch, achte auf das, was du denkst, denn daraus werden Worte, achte auf deine Worte, denn daraus werden Taten und so weiter. Aus den Taten werden Gewohnheiten, aus den Gewohnheiten wird dann, glaube ich, dein Schicksal oder so ähnlich, oder wird dein Charakter und aus dem Charakter wird dein Schicksal. Also es fängt bei den Gedanken an, aber jede dieser Stufen ist natürlich beachtenswert. Und eine Achtsamkeit zu trainieren, zu pflegen, zu kultivieren, das ist sowieso in jedem Bereich des Lebens sehr zu empfehlen. In diesem Sinne, macht euch auf den Weg, beziehungsweise geht weiter, geh weiter. Ich will mehr das Kollektive ansprechen, abgewöhnen. Also bitte mach weiter dein Ding, geh weiter deinen Weg und schau mal, was du so von diesen Ideen in Bezug auf Sprache, Gedanken und Gefühlswelt du einbauen willst in deinen Alltagswandel. Gehabt dich wohl. Liebe ist das Gesetz. Liebe unter Willen. La 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 la